Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Als ich 17 Jahre alt war, war ich begeisterter Amateurfotograf. Ich habe alles fotografiert, was sich nicht wirklich gewährt hat. Begrenzt wurde das damals durch mein Taschengeld und die Tatsache, dass ich nicht digital, sondern auf Film fotografiert habe. Ich war also begeistert und habe alles fotografiert und wollte mehr wissen, mehr lernen und habe festgestellt, bei uns in der Stadt gibt es einen Fotoclub. Und da dachte ich, Mensch, gehst doch mal hin, kannst bestimmt was lernen. Ich habe also geguckt, wann ist da Clubabend, habe mit dem Präsidenten gesprochen, ein renommierter Fotograf aus unserer Stadt. Der hat dann gesagt, herzlich willkommen, kommen Sie einfach dazu. Ich ging also zu diesem Clubabend. Ich war 17, alle anderen doppelt, dreimal so alt, also unglaublich alt aus meiner damaligen Sicht. Und das Publikum war also sehr, sehr ruhig, sehr gediegen. Ernste Stimmung. Thema des Abends, Bildbesprechung. Der Vorsitzende nahm ein Bild, ein Riesenformat aus meiner Sicht, groß, hielt es vor die Menge. Schweigen. Schweigen. Und nochmal Schweigen. Ich dachte, was ist jetzt hier? Wie geht das? Das ist ein bisschen spaßfrei auch. Und worum geht es denn da eigentlich? Und ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Mir war klar, dieses Bild sagt zu mir gar nichts. Ganz anders war es mit meinen Bildern. Die haben zu mir gesprochen, also tausend Worte reichen da überhaupt nicht aus. Die haben in einem Wort gesprochen und es war für mich eine Freude, diese Bilder anzuschauen. Und sie waren nicht so groß wie das, was da gezeigt wird. Sie waren kleiner, aber sie konnten einfach viel besser sprechen, zumindest zu mir. Relativ schnell habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich die Bilder jemandem anders gezeigt habe, zu dem haben die auch nicht gesprochen. War irgendwie ziemlich doof und hat meiner Karrierekurve, jetzt, ich möchte nicht sagen einen Knick, aber so einen leichten Dämpfer versetzt. Damit Ihnen das nicht auch so geht, wenn Sie fotografieren und eine schnelle und steile Lernkurve anstreben, dann habe ich heute für Sie drei Ideen mitgebracht, mit denen Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten rasant verbessern können. Die erste Idee klingt banal. Alles, was auf dem Bild drauf ist, ist auch für den Betrachter dort zu sehen. Klingt super blöd, aber warten Sie ab. Zweites klingt einfacher, die Drittelregel. Ich habe Ihnen die Ideen übrigens auch so ein bisschen sortiert. Also es fängt mit der einfachsten an und steigert sich zur dritten Idee. Und das dritte ist, wie alles im Leben ist gute Fotografie eine Frage Standpunkts. Idee 1. Alles, was auf dem Bild ist, ist auch zu sehen. In diesem Jahr feiert die Fotografie Geburtstag. 175 Jahre ist sie alt geworden und in der Zeit hat sich die Technik enorm verändert. Die ersten Aufnahmen mussten stundenlang belichtet werden und da war es klar, dass man da sehr eingeschränkt in der Motivwahl war. Man konnte Architektur fotografieren, möglich war es, Landschaft zu fotografieren, vorausgesetzt, es war windstill und es war kein fließendes Gewässer im Bild. War jetzt noch nicht so der Brüller, also haben viele Techniker rumgefeilt und überlegt, wie kann man die Filmemulsion empfindlicher machen, dass man auf kürzere Belichtungszeiten kommt. Als das gelungen war und die Belichtungszeiten unterhalb von einer Minute war, war plötzlich der Mensch ein Thema. Es war möglich, einen Menschen zu fotografieren, noch nicht so, wie es jetzt möglich ist, aber immerhin mit einer Kopfstütze, in der der Kopf so ein bisschen eingeklemmt und gehalten wurde, war es dann möglich, jemanden zu fotografieren, der in der Lage und willens war, seinen Kopf da so ein bisschen in diese Kopfstütze reinzubringen. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Zahnarztbesuch und wahrscheinlich war das auch so für diejenigen, die sich da haben fotografieren lassen. Die Technik hat sich verändert, damit die Motive, was aber immer gleich war, ist, die Menschen haben natürlich in erster Linie das fotografiert, was ihnen wichtig war. Wichtig war meinen Großeltern das erste Bild, an das ich mich erinnern kann, ein Foto, was ich gesehen habe, das hing bei meinen Großeltern im Wohnzimmer in der guten Stube, die nur sonntags geöffnet wurde. Als Kind musste sehr, sehr weit gehen, bis hinten ans andere Ende dieses Raumes und da hing so auf halber Höhe ein Foto. Auf dem Foto waren mein Vater und mein Onkel, das hat mir meine Oma erklärt. Ich fand das ein bisschen seltsam. Meine Oma sagt, das ist dein Papa. Und ich hatte ihn größer in Erinnerung, der konnte sich bewegen, der war nicht so flach und er war bunt.
Das Erste, was ich da gelernt habe, nicht sofort, ich würde es jetzt gerne sagen, sofort habe ich verstanden, das wäre aber völliger Quatsch. Ich habe verstanden, Fotografie macht Veränderung sichtbar. Es lohnt sich also nur das zu fotografieren, was man tatsächlich verändern kann. Wenn Sie Ihr ganzes Leben, das ist Gott sei Dank nicht so, in diesen Kinostühlen verbringen müssten und Sie immer gleich aussehen würden, und auch ich immer gleich aussehen würde, wäre es völlig sinnfrei, hier ein Bild zu machen, weil das Bild würde ja nur das zeigen, was Sie sowieso schon sehen. Fotografie macht Veränderung sichtbar. Die Themen, der Mensch, das war klar. Dieses Bild, was da von meinem Onkel und meinem Vater in dem Wohnzimmer hing, das hing da über 50 Jahre, bis meine Großeltern aus dem Haus ausgezogen sind. Das Bild hatte also eine enorme Halbwertszeit. Die Bilder heutzutage haben eine Halbwertszeit von, ich sag mal, bis das nächste Bild irgendwo eingestellt wird. Das ist für einen Fotografen, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Es ist auf dem Bild nur das zu sehen, was da drauf ist. Ich habe neulich ein ganz cooles Beispiel gesehen. Eine Frau postete ein Bild, sie war zu sehen auf der linken Bildseite, auf der rechten Bildseite ein Regenbogen. Die Frau hat gelächelt, der Regenbogen, traumhaft, unglaublich schön, wirklich ein irres Bild. Wäre es für mich gewesen, wenn da nicht zwischen Frau und Regenbogen ein Stacheldraht gewesen wäre. Ein Bild im Gegensatz zur Wirklichkeit, das bewegt sich nicht. Da bleibt alles so, wie es ist. Die Menschen sind offenbar, vielleicht zumindest die Betrachter dieses Bildes, nicht mehr gewohnt, ein Bild genau zu betrachten oder sich anzuschauen. Das Bild hatte unglaublich viele Likes und ich dachte, mein Gott, was seht ihr da? Da ist eine Frau, ein Stacheldraht und dann kommt da ein Regenbogen. Was will denn das Bild für eine Geschichte erzählen? Ich fand die Geschichte eher sinnfrei. Aus Spieltrieb habe ich mir dann erlaubt, den Stacheldraht zu entfernen, habe das Bild zurückgeschickt und ich bekam das Feedback: Danke, dass du mir meine Freiheit geschenkt hast. Ich fand's schön. Die zweite Idee, die Drittelregel. Die Drittelregel. Ich war also 17 Jahre alt, hatte tolle Bilder gemacht und die Bilder sprachen nicht zu den Menschen. War ein bisschen doof. War einfach blöd und ich wusste erstmal so gar nicht, woran klemmt's denn. Ich habe mich dann weitergebildet, habe einfach weiter fotografiert und wenn man das ganz oft macht, auch wenn man nicht so viel Schnall hat, die Sachen werden unweigerlich besser. Es ist eine Frage der Häufigkeit. Das ist mir dann irgendwie geglückt und Jahre später habe ich dann wirklich ein Geistesbild gehabt und sage, jetzt weiß ich, woran das liegt. Die Antwort ist vergleichsweise einfach. Es liegt, das ist völlig klar, am Autoquartett spielen. Gut, das erschließt sich jetzt noch nicht unmittelbar. Ich merke so an Ihrer Reaktion, dass da vielleicht dass ich noch ein bisschen Erklärung nachschieben darf. Jungs lernen spielerisch, wie die Welt funktioniert. Bei mir war es das Autoquartett. Ich habe mit meinen Freunden auf dem Boden gesessen. Wir hatten in schwitzigen, klebrigen Fingern die Karten und hatten dann irgendwelche Zahlen da stehen. Hubraum, ich hatte keine Ahnung, was Hubraum ist, aber Zahl, damit kam ich parat und ich wusste, wenn ich die größere Zahl habe, dann kriege ich die Karte von meinem Freund. So funktioniert Leben. Wer die größere Zahl hat, bekommt die Karte, der macht den Stich. Und das gab es für PS und was weiß ich, Autoreifen war nicht da drauf, aber jedenfalls, wer die größere Zahl hat, der bekommt den Stich. Dass dieses Prinzip sich in allen Lebensbereichen fortsetzt, merken Sie vielleicht daran, wenn Sie überlegen, wonach buche ich mein Hotel? Gucke ich da auf die Sterne? Ich vergleiche die Zahlen. Wonach entscheide ich mich? Energieeffizienz, auch so ein Beispiel. Vergleiche, was hat die besseren Werte? Das nehme ich gewonnen. Fertig. Cool. Also, Männer lernen, Welt funktioniert so. Jetzt wollen Männer und Jungs, so wie ich, wollen fotografieren lernen. Cool, da gibt es Werte. Belichtungszeit, Brennweite, Blende. Also findet man praktisch in jedem Fotobuch zurzeit auch diese Information. Das geht seit Jahren schon so. Und anfangs habe ich auch geglaubt, wenn ich diese Kamera habe, diese Brennweite, und stelle das ein, dann kommt da hinten ein tolles Bild raus. Ich hatte lange Zeit in meiner Jugend, hatte ich so eine Fotozeitschrift, da waren hinten Bilder von bekannten Fotografen drin und die hatten Listen mit ihrer Ausrüstung. Stand da, was weiß ich, 24 mm, 35 mm, 85, alles. Ich habe das gelesen, hatte zu der Zeit noch als Schüler einen Job in einem Fotogeschäft und habe mir die Sachen dann gleich für das, was ich da verdient habe, gekauft. Nun hatte ich also plötzlich diese fantastische Ausrüstung. Es war ein Traum, es war herrlich. Ich habe ja Tage damit verbracht, dem Auslösegeräusch
zuzuhören und dachte, boah, wunderbar. Hammer. Ich hatte also diese coole Ausrüstung und habe dann damit Bilder gemacht und es war sehr schnell klar, die Ausrüstung, die ist es nicht. Also, was habe ich gemacht? Ja, bei Männern, die nach Zahlen arbeiten, funktioniert es nicht. Es geht bei Fotos geht es ja auch um Gestaltung, eine Frage der Gestaltung. Für Frauen ist Bildgestaltung vergleichsweise kein Problem. Die kümmern sich in ihrer Kindheit um ihre Puppen, gucken, dass die ein bisschen hübsch sind und dann passt das ganz gut. Das kann man aufs Bild übertragen. Man guckt, dass das hübsch ist und die Technik, das macht die Kamera sowieso automatisch. Also sind Frauen vergleichsweise relativ schnell bei einem guten Bild. Ein Mann braucht das sehr viel länger. Jetzt für die Männer, dass sie nicht völlig frustriert sind. Bildgestaltung kann man relativ einfach erklären. Das ist mit dem Bild wie beim Fußball. Es gibt ein Feld, da werden die Tore geschossen und die Punkte gemacht. Das Feld, beim Fotografieren, das ist das Bild. Alles, was da auf dem Bild ist, das sieht der Betrachter. Also sorgen Sie dafür, dass das, was auf dem Bild sein soll, innerhalb des Bildfeldes ist. Und alles das, was da nicht zu sehen sein soll, das platzieren Sie einfach außerhalb. Ganz cool, ganz einfach. Jetzt hat man also damit schon verstanden, also man muss natürlich, je nachdem, was es ist, muss man sich halt ein bisschen bewegen. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, aber okay, das ist zu leisten. Jetzt ist die Frage, wie beim Fußball, es ist ja nicht völlig gleichgültig, wo der Ball ist. Es gibt ja bessere und schlechtere Plätze und das ist beim Foto natürlich genauso. Und das ist wie beim Grillen. Die größte Hitze ist in der Mitte, also das Bildwichtige in der Mitte platziert und da ist man schon mal auf einer ganz guten Seite. Wenn man aber jetzt sagt, so ganz platt, ich möchte es ein bisschen raffinierter haben, kommt die Drittelregel zum Einsatz. Die Drittelregel, die teilt ein Bild, die Drittelregel teilt das Bild einmal so, also zwei senkrechte Linien, zwei Querlinien, Drittelregel. Die Drittelregel teilt ein Bild in 9 gleiche Teile. Das muss man wissen, wenn man denkt, ah, Drittelregel kenne ich vom Kuchen, ich mache 2 Schnitte so rum und einen hier, hat man 3 Stücke. Bei der Drittelregel am Bild sind 9 Teile. Ist halt, also man muss es einmal gehört haben und wissen und dann ist klar. Wenn man sich die Schnittlinien anguckt, 4 Punkte, an diesen 4 Punkten, an einem dieser Punkte sollten Sie das platzieren, was Ihnen bildwichtig ist und dann haben Sie ein, ich sag mal, raffiniert gestaltetes Bild. Die dritte Idee, die Frage des Standpunktes. Das ist wie im Leben, es ist alles immer eine Frage des Standpunkts. Oft werde ich gefragt, sag mal, warum fotografierst denn du eigentlich? Und die Antwort, weil ich Fotograf bin, die ist natürlich irgendwo in sich schlüssig, aber hilft da, das trifft den Kern der Frage nicht. Ich fotografiere im Wesentlichen aus 3 Gründen. Der erste ist, es geht mir um Erkenntnisgewinn. Ich nutze die Kamera als Instrument, um eine Erkenntnis zu gewinnen über das, was ich da fotografieren will. Das kann auf Reisen eine Stadt sein, in der ich noch nicht gewesen bin. Ich einfach sage, was unterscheidet denn diese Stadt von der anderen? Wenn ich Porträts mache, schaue ich mir die Menschen an und sage, was ist an ihnen liebenswert und was unterscheidet sie von ihnen? Und so habe ich die Möglichkeit, mit meiner Kamera eine Erkenntnis zu gewinnen über das, was mich umgibt. Obwohl ich jahrelang im Museum gearbeitet habe, bin ich kein Sammler. Gut, ich habe vielleicht 23 Jahre gebraucht, um das rauszufinden, um da wegzugehen, aber immerhin besser spät als nie. Meine Fotos, meine Erkenntnisse, die können auch ganz banal sein. Manchmal fotografiere ich einfach nur ein Stück gleichmäßig blauen Himmel, weil ich den schön finde und weil das Bild zu mir spricht. Die Fotos, die mir wirklich gefallen, die ich in dem Moment für eine Erkenntnis halte, die möchte ich aufheben und dazu drucke ich sie aus. Vielleicht liegt es daran, dass ich früher eben Fotos auch vergrößert habe, dass ich ein Bild, was ich tatsächlich anfassen kann, dass ich da einfach das Gefühl habe, das ist ein Bild. Und wenn mein Schrank mit den Bildern voll ist, es ist kein sehr großer Schrank, dann gucke ich meine Erkenntnisse durch. So wie wahrscheinlich jeder von Ihnen als Kind mal die Erkenntnis gehabt hat, oh, die sind ja alle größer als ich, nur meine kleine Schwester nicht. Da lohnt sich es ab und zu, so eine Erkenntnis mal zu überprüfen und festzustellen, gilt das noch für die kleine Schwester vielleicht, aber für einige anderen dann nicht mehr. Der zweite Punkt, der mich beim Fotografieren unglaublich reizt, ist die Reduktion der Informationen aus den 5 Wahrnehmungskanälen: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Auf einem Bild
ist nur zu sehen, was zu sehen ist. Alle anderen Informationen, die Töne, wie es da gerochen hat, als ich das fotografiert habe, das ist da nicht drauf. Und damit das Bild wirkungsvoll ist, ist es für mich reizvoll zu gucken, wie kann ich das, was da passiert, so ins Bild visuell einbringen, dass der Betrachter eine Information, eine Impression hat von dem, was da tatsächlich passiert. Mein erster tatsächlich bezahlter Job, ich war noch Schüler, hat mich in die Musikschule der Stadt Koblenz geführt. Die hatten 10-jähriges Jubiläum und bei ganz vielen Anfängerunterrichten konnte ich üben, meine visuelle Information von der akustischen zu trennen. Der dritte Punkt, der mich am Fotografieren fasziniert, sind natürlich die Bilder. Ich bin ein Bildermensch. Ich mag Bilder und jeder Mensch denkt in Bildern. Wenn ich Ihnen jetzt sage, der Herbst färbt die Blätter wunderbar in allen Schattierungen, dann wird das, was Ihnen jetzt durch den Kopf geht und was Ihnen einfällt, mancher wird sagen, da ist jetzt ein Gedanke, der mir einfällt, und ein anderer sagt vielleicht, ich merke da gar nichts. Aber es wird keiner sein, von Ihnen jetzt dabei sein, der sieht geschrieben, Buchstaben, Times New Roman, Areal, was auch immer, der Herbst, neue Zeile. Das wird keiner sehen, sondern Sie werden vor sich sehen, ein Bild, wie auch immer Sie sich das vorstellen. Die Bilder nehmen natürlich Einfluss auf das, was Sie denken. Haben Sie schöne Bilder im Kopf, dann ist es wahrscheinlich, dass Sie was Schönes denken. Und wenn Sie sich blöd fühlen wollen, dann nehmen Sie einfach ein blödes Bild und dann klappt das wahrscheinlich relativ schnell. Ob die Strategie jetzt sinnvoll ist oder nicht, das liegt im Ermessen jedes Einzelnen. Für mich ist die Fotografie natürlich eine tolle Möglichkeit, schöne Bilder zu machen, damit ich nicht nur für mich schöne Bilder habe, sondern auch für die Betrachter der Bilder. Eins meiner Lieblingsbilder, das zeigt so einen Baum im Herbst. Fantastische Farben, das ganze Farbspektrum von grün über gelb-orange bis zu rot. Viele Blätter an dem Baum und einige fallen runter. Über das ganze Bild verteilt. Unglaublich schön, also traumhaft. Wirklich eine tolle Situation. Und jeder, der das Bild sieht, sagt, mein Gott, Herbst, fantastisch, wunderbar, so ist es. Wer jedoch schon mal versucht hat, sowas zu fotografieren, so wie so ein Blatt vom Baum fällt, der sieht mit Mühe dann vielleicht mal so ein einzelnes, was dann so langsam da vor sich hindümpelt. Mein Bild, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, das würde anders aussehen, wenn ich 3 Schritte weiter hinten gestanden hätte. Denn dann würden Sie auf dem Bild im Vordergrund sehen, den freundlichen Mitarbeiter des städtischen Gartenamtes in seiner Arbeitsschutzkleidung, der mit einem Laubpuster da auf dem Boden rumgepustet hat und diese wunderbare Illusion des Herbstes erzeugt hat. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das hat eine schöne Herbstgeschichte erzählt, also das Erste. Das Zweite, da war die Geschichte, das Gartenamt kümmert sich auch in diesem Jahr um die Pflege der örtlichen Anlagen. Die 3 Schritte, die ich zurückgegangen bin, die sind leicht zu gehen. Man darf sich halt zum rechten Zeitpunkt daran erinnern, die 3 Schritte einfach zu machen. Wenn Sie die 3 Ideen, die ich Ihnen präsentiert habe, genauso leicht aufnehmen und umsetzen, dann werden Sie, und da bin ich mir ganz sicher, sehr bald Bilder machen, die zu allen Betrachtern Ihre Bilder sprechen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Zitat von Heinrich Spörl zum Besten geben, der sagt, am besten gelingt Ihnen das, was Freude macht. Obgleich es ein bisschen ernst ist, freuen Sie sich, fotografieren zu können. Goethe würde Sie darum beneiden. Vielen Dank.